Zufallsbekanntschaft, Roman von Ralf H., gelesen von Ralf H., Kapitel 7. Klaus war ganz in seinem Element. Immer einen Schritt hinter Andrea wechselte er von einem Gast zum anderen, immer ein Glas in der Hand, dessen Inhalt auf geheimnisvolle Weise nie weniger wurde, obwohl Klaus immer wieder daran nippte. Einige der Gäste kannte er inzwischen, Nachbarn oder zumindest Leute aus dem Ort, Bekannte oder Freunde, eines von beiden. Noch war ihm nicht klar, wer was war. Es war auch gleichgültig. Die Hauptsache war Andrea. Sie war ein Wunder. Attraktiv und intelligent. Sicher, jeder verliebte Mann hielt das Objekt seiner Anbetung für attraktiv. Niemand verliebte sich in ein hässliches Monster, selbst wenn jeder andere Mann die Frau so bezeichnet hätte. Andrea war intelligent, man konnte mit ihr reden. Sogar über Politik, wenn es unbedingt sein musste. Und einem absolut nichts anderes einfiel. Aber schließlich war das nicht das Wichtigste. Was war überhaupt das Wichtigste? Klaus schenkte einer Gesprächspartnerin Andreas ein unverbindliches Lächeln, mit dem er nur verbarg, dass er sie für völlig unwichtig und unbedeutend hielt und morgen schon vergessen haben würde. Was war überhaupt wichtig? Das Gespräch jedenfalls nicht. Was war wichtig? Nichts war wichtig, nur Nähe, nur das Gefühl, gern mit jemandem zusammen zu sein. Roland hätte sicher etwas anderes gesagt, aber ihn konnte man in diesem Punkt nicht ernst nehmen. Er glaubte noch an Romantik, an Gefühle, an die Erfüllung aller Wünsche. Nüchtern betrachtet gab es so etwas nicht. Eine Beziehung war nichts weiter als ein, meist unausgesprochener, Vertrag auf Zeit. Apropos Roland. Entschuldigt mich bitte. Klaus ging zum Buffet, neben welchem Roland saß. Alles in Ordnung, erkundigte Klaus sich bei seinem Freund, der wie abwesend wirkte. Während Klaus auf die Antwort wartete, betrachtete er das Buffet und begann, die Teller weiter nach links zu schieben, den Kartoffelsalat weiter nach vorne, den Brotkorb etwas weiter nach hinten. Natürlich, meinte Roland. Wie gefällt sie dir? Der gemischte Salat, bestehend aus gelben Paprika, Eisbergsalat, Tomaten und Mozzarella, musste ebenfalls etwas weiter nach vorne. Sehr gut, begann Roland, bevor sich besann. Du meinst Andrea? Selbstverständlich, du nicht? Doch, wen denn sonst? Lenkte der Bärtige ab. Sie scheint nett zu sein. Das ist sie. Ich freue mich für dich. Danke. Sei unbesorgt. Irgendwann finden wir auch für dich noch eine Frau. Roland lächelte unverbindlich. Der Senf wurde etwas weit nach hinten geschoben, dann wandte Klaus sich wieder den Gästen zu. Wir sprechen nachher weiter. Entschuldige mich. Und schon machte er sich auf den Weg zu Andrea, die inzwischen den Gesprächspartner gewechselt hatte.